Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Code Vein. Ich sehe schon, es geht gleich los mit Action. Let's make it another good day. Warum habe ich ein ganz, ganz, ganz ungutes Gefühl, wenn ich hier reinläufe? Ja, sag ich doch. Ich sag's, Sequenzen heißen nie was Gutes und da liegen zwei Viecher rum. Bitte keine zwei Bosse. Ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. You know I'd love to stay and greet you properly. But I'm afraid I'm on a tight schedule. Oh, natürlich. What the? And how were they? The humble hors d'oeuvres that I so generously prepared for you. All of the lost here. They were your experiments? You're insane. Ah, the main course has just arrived. Sieht überhaupt nicht gut aus. Bon appétit. Aber der Typ ist cool. Natürlich beide gleichzeitig, wie ich sowas liebe. Oh, wir werden sowas von sterben. Oh mein Gott! Ja! Nach dem Ersti. Nicht gut! Was ist passiert? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh wow, habe ich viel Ausdauer. Aua, 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 aua. Also ich mache beides in Spells die ganze Zeit, kann das sein? Ja, ich bin tot. Hilf mich, Io! Oh mein Gott, du Gott. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, ehrlich. Okay. Jetzt komm! Weg, 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 weg! Was ist das? Oh Gott, sie liegt bewusstlos. Oder auch nicht. Was soll man denn bitte schön machen? Aber natürlich, sie kann nicht sich nicht mehr healen. Ah,
Okay, das war's. Das war's jetzt definitiv. Einzige Chance wäre, wenn wir sie vielleicht tot kriegen. Ja, vergiss es. Vergiss es! Wir machen den aber auch kaum Schaden irgendwie. Ob wir uns zuerst um den Fetzer kümmern sollen? Nee, der ist eigentlich ziemlich lahmarschig. You're finally awake again. Das wird richtig, richtig anstrengend. Do you have everything you need? It's wise to be prepared. Let's go. Fängt super an. Dass es mich getroffen hat, obwohl ich dazwischen stand. Ja, super. Warum habe ich eigentlich gerade null Schaden gemacht? Aber natürlich. Wenn ich stirb, bin ich schuld. Oh, sie konnte sich healen, Gott sei Dank. Wie lang nur? Heal dich, Io! Io, heal dich! Hat gut funktioniert. Are you feeling all right? Ja, super. Hat echt top funktioniert. Also ich würde sagen, dass wir die Klingenträgerin zuerst töten. Macht am meisten Sinn. Und ich spring rein. Oh nein. Oh Gott, was für Kosten. Jetzt. Lauft sie gleich. Okay, der Rest dürfte kein Problem sein.
gar nicht. Okay, wir dürfen es aber auch nicht übertreiben. Nicht, dass wir jetzt doch noch sterben. Wir haben es gleich. Ja, jetzt haben wir ihn. Wir haben die beiden Waffen bekommen, nicht wirklich, oder? Eisblut. Stärke C, Geschick B, Verstand B. Nur mal ganz kurz. Okay, das ist so geil, Mann. Oh Mann, warum kriegen wir jetzt so coole Waffen? Nothing is more important than preparedness. Was war die andere? Brennt es hier. Oha. Okay. Nice. Also wenn ich mit... Geil. Okay. Ist cool. Ja, wir haben die jetzt schon plus 9. Ich glaube, jetzt muss ich nicht noch anfangen, die... anderen hochzuwaffen. Wir haben auch wieder volle Heal-Pots. Nice. Ey, ich hab mich gerade voll erschreckt. Stop right there, Mito. Your persistence is tiring. So tell me, just what exactly are you after anyway? What do you have to gain in reviving the Queen? Reviving the Queen? What's so damn funny? I've collected enough data already. I have no more use for the Queen. Then why? Let me ask you something. Do you ever sit back and wonder why you were created in the first place? Or why revenants have power far beyond that of mere humans? That's simple. Everyone knows it was to stop the Queen when she frenzied. Aren't you forgetting something? The day of the great collapse? The creatures that caused all that ruin. Both revenants and the Queen were created to eliminate those horrors. And yet, they are all still incomplete. I wanted to witness Gregorio's monstrous transformation with my own eyes, but sadly it cannot be. Now, allow me to show you the truth of our world. Whoa! That can't be.
cage is unlocked. Hm? Jetzt bin ich gespannt. Wer ist das eigentlich nochmal? Okay. Die Barriere geht auf. Red mist is fading. We can go out. We can leave. Yes! We're free! We can finally escape this horrible prison. We've been here so long. Okay. Damn it, what's going on? What is that thing? No, please. Someone help. Please help me. Still alive? Hmm? The mist isn't fading. All those relics, and yet somehow he still resists. Stubborn fool! I'll finish you with my own hands! How can you still not understand? You all saw them too!
The world outside is overrun with creatures that devour everything in their path. They will be the source of even greater strength for all revenants. Evolution is everything. It is our duty, our very hope as a species. Gregorio didn't see that, the blind fool. So he created the red mist as a cage and sealed away all his research. He was satisfied with merely eliminating the feeble horrors within his pen and thus foolishly halted the march of progress. But the horrors outside continued to evolve until finally they transcended revenants and became an existential threat. You fools noticed nothing. Our prison of red mist became a barricade, protecting revenants from the horrors that awaited them beyond its borders. All this time you were being shielded by Gregorio from reaching your true potential. The hypocrisy turns my stomach. But now the time has finally come for us to leave the cradle. Let us all rise and ascend the ladder of evolution together. You bastard. After all you've done, just how many more lives are you willing to sacrifice? Enough, Mito. We won't let you do this. A pity. Those who are too weak to keep up with the speed of progress do not deserve to live. What swill? We will stop you. After all they've done for everyone. The successors will not have suffered in vain. Ich würde sagen, Endboss. Angst. Als ob das der Endboss ist, ist zu schwach jetzt schon. Never mind. Er lacht. Was passiert da? Genau. Genau. Hilf ihm. Oh. Lass ihn. Oh Gott. 1 gegen 1, hä? Er hat mich gewonnen, hittet. As long as you're still standing, I shall never give up. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir für den Boss noch eine ziemlich lange Zeit brauchen. Und ich würde sagen, ich verschiebe das auch in die nächste Folge, dass ihr noch ein bisschen Spannung habt, ja, bis zum nächsten Tag.
Und dann gucken wir, dass wir Mido besiegen. Und ich glaube, damit auch den Endboss. Wenn nicht sogar, vielleicht sogar noch den... How do you like exploring with me? Mal sehen, was danach noch kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass danach noch was kommt. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.